Hey, jetzt kommen wir hier ins Stadtgebiet. Hallo? Mit der kleinen Trulla hier. Willkommen in Destinia. Das heißt auf Deutsch Schicksals irgendwas, weil ja? Das bestimmt. Schicksalien oder so. Schicksalien, ja. Monster bewachen den Weg zum Gipfel. Ich hoffe, dass es Luna gut geht. Ah, alles klar. Luna. Der Mündin auf Deutsch. Luna. Bei Luna, ne? Oh, hallo Berti. Berti, was machst du denn hier? Oh, und ihr wollt wirklich auf diesen Berg klettern? Oh, ich besuche gerade meine Eltern, falls ihr euch wundert, wer das hier ist. Welche Waffe? Ja, nee, gar keine, gar leider keine. Gottes. Hey, wobei, ich glaube, ich habe gerade gesehen, dass wir da eine nicht erneuert haben. Habe ich eine übersehen? Ja, ich glaube, ich habe da im Augenwinkel die Peitsche hier, oder? Sieht doch so aus. Tatsache. Die Dämonen... 3000? Was auch immer. Ja, können wir uns einfach so leisten. Schornsteinpeitsche. Sehr schön zum Abkratzen von Schorf. Luna und sein Assistent Rano leben in einer Höhle auf dem Gipfel. Auf dem Gipfel? Und ihr seid wirklich auf einem weißen Drachen hierher geflogen? Ja, ja, genau. Weißer Drache mit zwei Augen und... Das war doch hier bei Yu-Gi-Oh! War das eine super Karte. Ja. Der mit dem eiskalten Blick irgendwie, Blöde. So hieß die. Na, hallo? Das war meine Lieblingskarte. Der Mana-Baum wächst im Krater des Nebelvulkans, dem Zentrum dieser Welt. Ja, ruhig, ruhig, Blut, Alter. Oh. Was ist er denn für einer? Von überall kommen die Menschen, um unseren berühmten Tempel zu sehen. Ach, er ist ein Mönch. Ach so. Ach so, na gut, okay. Ich habe ihn jetzt aber behindert gesprochen, weil er ein bisschen missgebildet aussah. Für nur eine Mark lese ich euch aus der Hand. Na? 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 Nee, dann das. Ich glaube nicht an Astro-TV-Scheiß. Dann nicht. Ich bin der Tobi, ich bin Rationalist, ich bin der Mana-Held. War das mächtig, aber nicht allmächtig. Die Menschen haben ihren Glauben verloren und Mana verliert die Kraft. Okay. Gott. Gott ist allmächtig. Ja, ich bin ein bisschen müde. Eine Nacht. Ja, aber wir haben ja die Kohle. Wir haben es ja einfach. Ja. Wir können eigentlich mal gucken, ob es hier auch ein Ausrüstungsgeschäft gibt. Ja, morgen neues Schwert kaufen, morgen dann schön Monsterstätzeln, das macht Spaß. Nein, hier kaufen wir keine Rüstung. Selbst wenn es ginge, kaufen wir hier keine Rüstung. Das nächste Mal kaufen wir in einer... Ja, das ist ja schön, dass ich da so ein Mitspracherecht habe wieder. Ja. Das ist ja immer dasselbe. Ja. Aber weißt du was? Ich werde nachgeben... Weil ich klug bin. Einfach. Weil ich glaube, dass du schon recht hast. Meister Luna lebt auf dem Schicksalsberg. Dieser Tempel. Wieso sprichst du jetzt auf einmal alle? Ich bin der Klon vom anderen. Ja, ist okay. Dieser Tempel stammt aus der Epoche des großen Mana-Krieges. Achso, ich wollte eigentlich Mana-Kriegers lesen. Die Orbs im Inneren des Tempels enthalten alte Aufzeichnungen darüber. Unsere Weisen nennen diese Orbs Video-Orbs. Kurz VHS. Video-Orbs. Was? Da stand auch Video. Achso, nein oder nicht sein. Das ist hier die Frage. Ach, ich hab Video. Achso, ja. Ich habe auch Video-Orbs gelesen. Video-Orbs. Ja, ja. Wie das ist wahrscheinlich auch so beabsichtigt. Wollt ihr nicht unseren Orden beitreten? Oh ja, unbedingt. Das macht bestimmt voll Spaß. Dann können wir den ganzen Tag spielen. Ja. Ich denke, also bin ich. Den Spruch habe ich selbst erfunden. Ich glaube, kein Wort. Let it be. Warum let? Lettland? Omelette? Ach, der ist ja schlechter als jeder Witz, den ich jemals gerissen habe. So, hier ist jetzt ein Tempel, oder was? Hallo, Tempel. Na, hier oben sind, glaube ich, vor allem sind die Video-Orbs. Guck mal, haben sogar eine Störung. Wie Video-Orbs halt so sind. Da fehlt wohl der Player. Der funktioniert nicht.
Kannst du darauf irgendwie zaubern oder was muss ich mir jetzt irgendwie vorstellen? Ah, der Mana-Drache, er hat die Festung zerstört. Und jetzt kommt er auf uns zu. Ah! Ach so ist das. Das sind Funkverbindungen. Piep! Huch! Explodiert! Ach so. Hä? Piep! Das Wetter von morgen sonnig bis heiter im Süden, von Osten starker. Piep! Wir müssen sparsamer mit der Mana-Energie umgehen. Sparsamer Blödsinn! Sie geht uns sonst aus. Ausgehen? Die Mana-Energie wird niemals ausgehen. Das ist eine Werbesendung. Ja, irgendwie wirkte das so. Piep! Warfen auf Befehl von Lorima Bomben auf Ziele des Imperiums. Oho. Zuvor in einer Nacht- und Nebelaktion Lorimas Hauptstadt attackierten. Hä? Ja, es sind so Sätze aus dem Zusammenhang irgendwie gerissen. Haben sie noch weniger Sinn als sonst? Piep! Werden wir gleich wissen, ob die letzte Zahlenkombination. Ja, okay. Ja, keine Ahnung, das habe ich nicht genau verstanden. Das scheint irgendwie aus einer anderen Zeit oder so zu sein. I don't know. I don't kapier this shit. Jetzt haben wir auch noch Waffen, jetzt müssen wir gleich kämpfen, oder was? Die Musik ist noch so freundlich. Zu den Waffen! Hier kommt noch ein Mönch. Ich bezweifle, dass der Wahrsager Luna euch heute empfangen wird. Das bezweifle ich ernsthaft, denn ich bin allwissend. Denn ich bin ein Skinhead. Bist du jetzt politisch? Sie sind Skinheads. Das ist vollkommen wertfrei gemeint. Sie haben einen Skin, den man erkennen kann auf ihrem Head. Sie sind kopflos. Head. Ja, sie haben Haut auf ihrem Kopf. Sie tragen keine Haare. Ja, hier ist gar nichts. Oder was? Ja, da war ja auch eine. Gut, wieso erinnerst du dich? Nein, wir müssen. Okay, ich wollte gerade meinen, du hast irgendwie so eine Art. Da waren wir aber schon. Ich dachte gerade, du hättest sowas wie Orientierung, aber du hast mich dann doch wieder zum Glück enttäuscht. Ja, weil du jetzt da nach unten gehst und ich hier, ne? Hm? Ja, ich wollte da lang, ja. Man kann ja nicht alles wissen, ne? Tobi ist bewusstlos, ich leg mich mal kurz schlafen. Aber über meinen Obwohl ich nicht bewusstlos bin. Orientierungs... Und jetzt kann ich... Jetzt kann ich doch wieder richtig laufen. Was denn? Tulpe hat mir gerade 128 Punkte ausgesaugt. Ja, und du willst keine Rüstung kaufen, alles klar. Ging ja auch gar nicht. War jetzt eigentlich deine Vorlage? So. Wow! 14, so muss abgezogen werden. Tobi ist bewusstlos und ist tatsächlich bewusstlos. So, jetzt reicht's mir. Na, ja, toll. Na, da, ich mag Wespen nicht. Die stechen so. Stell mir das gerade im richtigen Leben vor, dass dich so Tulpen plötzlich auf dem Wegesrand überfallen und Wespen bewusstlos stechen können. Das ist irgendwie ein bisschen strange vom Gedanken her. Erstmal die Truhe aufmachen. Was ist das denn für einer? Böse Falle. Aber die hat doch gar nichts... Ich hab nur 1 HP. Ich hab noch 52 HP. Ja, dieser Mann aus der Truhe, der hat mir alles bis auf 1 HP, der hat mich voll nackig gemacht. Ja, sei froh, dass du überlebt hast. Ja, wahrscheinlich macht er immer auf 1 HP, oder nicht? Ach stimmt, ich hätte Kraftwasser zaubern können. Also, was hast du denn gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Das ist es ja. 186, warum hast du noch einen Bonbon gezaubert? Weil das nicht reicht bei mir. Ach ja, du hast ja schon fast 300. Und bei dir, mein Übrigens, Lieber Übrigens, guter Film. Ja, aber ich lebe ja noch. Ja, aber jetzt merkst du halt, wie viel man dann verbraucht, wenn man... Ha, heißt ja doch Napalmwespe. Du hast ja voll Unsinn erzählt. Hä? Ach, du bist reingegangen. Ja. Du hattest gesagt, die heißt Napalmwespe. Ich hab nicht richtig gelesen. Kann doch nicht lesen. Was ist das denn für eine Fratze? Wow. Da kommt wieder mal raus. Da guckst du, Fratze. Mach mal irgendwas. Nein, ich mach jetzt nicht auf jedes kleine Kackvieh Analyse. Ja, aber ich will wissen, wie er heißt. Siehste, wir werden es nie erfahren. Kommt das war bestimmt ein einmaliger Gegner. Wow, ey, die sehen auch so heftig aus. Chaosritter.
Garstige Chaos. Ich will gar nicht wissen, wie es bei denen zu Hause aussieht. Wie bei Hilfe. Oh, erstmal. Sofa. Die läuft schon wieder weg. Ja, die Truhe. Da ist jetzt bestimmt wieder eine böse Falle drin. Das wäre einfach. Das wäre einfach so gerecht. Ich werde diesmal ich werde ein Stück Schokolade essen. Ja. Ich habe aber so das Gefühl, dass wir hier Probleme kriegen können. Ich habe das Gefühl, wir kriegen Probleme und ich habe das Gefühl, ich will keine einzige Truhe mehr öffnen. Weil ich das Gefühl habe, die dumpfe Ahnung, dass in allen Truhen Fallen sein werden, weil dieses Schloss einfach böse ist. Ach, die kennen wir ja schon, die Dark Ninjas. Und ich glaube, wir würden runterfallen, wenn wir nach links oder rechts gehen. Kann man nicht lang. Aber hier können wir lang. Vielleicht kommen wir ja auch nicht weiter, das kann ja auch sein. Da musst du aufpassen. Die Dark Ninjas, die haben echt Feuer unterm Hintern. Ach so. Da hätte ich gar keinen Weg jetzt gesehen. Ja, unten geht es doch bestimmt auch lang, oder nicht? Hallo. Wo willst du denn hin? Hier lang. Ja, aber unten ist auch ein Weg. Och. Na okay, dann gehen wir halt deinen Weg. Wenn du denn unbedingt willst. Was haben wir jetzt gemacht? Ein Peitschending da rausgeholt. Was? Habe ich nichts von gesehen. Hilfe. Aua. Du musst auch die Grabscher dann auch beseitigen, ne? Die sind halt gefährlich. Die grabschen halt gerne. Ist noch nicht, okay. Wow. Wow, da sind wieder die Fratzengesichter, die auch ein bisschen eklig aussehen. Ich habe so das Gefühl, wenn wir jetzt die aber alle nicht... ich brenne. Ja, wir sollten die schon besiegen, eben. Ja. Deswegen, du gehst immer raus. Ja, weil ich Angst habe, weil wir echt im Vergleich dazu, glaube ich, zu schwach sind. Ja, und jetzt eben sage ich noch, man kommt so locker durch, ne? Ja, eben. Wahrscheinlich ist das jetzt, weil das Open World ist, ne? Kann weil sein. Man könnte halt auch, wahrscheinlich gibt es auch irgendwelche optionalen Gebiete noch oder so. Weiß ich jetzt nicht, ich kenne das Spiel ja nicht. Gibt es noch so optionale Dungeons, wo man hingehen kann, wenn man Bock hat, aber nicht hingehen muss? Nee, du musst alles. Achso, okay. Ja, weil das gibt's ja bei Final Fantasy, sobald man da irgendwie Luftschiff bekommt oder so, dann kannst du auch irgendwie in den Berg reisen und dann ist da irgendwie ein besonderer Dungeon und am Ende des Dungeons wartet irgendwie Waffe XY, die dann irgendwie noch 10.000 Mal besser ist als alle Waffen, die du vorher hattest. Guck mal, wie klein die Ische ist. Oh! Wie süß. Ja, wahre Größe kommt ja auch von innen. Wie niedlich. Ist schon wieder nicht da. Oh, wir nehmen jetzt aber auch schon wieder eine Stunde auf, ne? Ja, wir sind schon drüber, glaube ich, fast. Nee, wir sind ziemlich genau bei einer Stunde jetzt. Okay. Ja, aber das ist jetzt, dann müssen wir entweder zurückgehen und speichern oder... Nö, ich würde jetzt noch irgendwie durch und dann würde ich mal gucken, also ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauert, aber ich würde mal gucken, wenn wir sterben, klar, dann können wir halt aufhören und leveln wir halt am besten vorher nochmal. Sterben? Ja, also falls dieses unwahrscheinliche Szenario, wie du was... Hab sie ein Klein auch, so eine Zicke. Oh, guck mal, da kommt ja kleine Busch. Ja, komm. Nee, komm, der Tobi will sich hinter dich stellen. Der Tobi hat nämlich Angst vor Grabschern. Alter. Was dem Tobi da alles... Ich bin so oft paralysiert irgendwie, ich weiß nicht warum. Als der Tobi nämlich letztens in Spanien in der Disco war, ei, da kamen auch so Grabscher vorbei. Das sind nicht nur Frauen, die unter Grabschattacken zu leiden haben. Nee, ist so. War ich letztens wieder unterwegs, ne, so Dreistigkeit, wenn du am Feiern bist. Männer, ihr seid alle Schweine. Ja, tut mir leid. Ich entschuldige mich für alle Männer. Unmöglich. Aber macht weiter so. Nein, das ist halt einfach noch... Ja, aber das Interessante ist, wenn ich mir so Filme oder wenn Filmen manchmal irgendwie so die Zeit aus den... Ich hatte mir jetzt zum Beispiel den Nachfolger von Band of Brothers, Pacific, was auch diesen so Kriegsserie ist das, ne? Kennst du wahrscheinlich, oder? Ja. Ja, und da, also jetzt nicht wegen dem Krieg oder so, aber da merkst du halt auch so, wenn die mit Frauen zu tun haben mal, da merkst du immer so ein gewisses Frauenbild. Und das war ja, das ist ja noch gar nicht so lange her an sich. Und da können Frauen heute eigentlich schon froh sein. Also ich wäre als Frau trotzdem nicht froh, ich würde mich auch aufregen, aber da können Frauen schon froh sein, im Gegensatz zu früher, was sie jetzt für Rechte haben und für Chancengleichheit. Absolut, und für Gleichberechtigung. Ja,
Weil das war damals also krass, wie die Frauen immer sexualisiert wurden. Das war echt schon ein bisschen widerlich. Ach, aber ich finde trotzdem, dass das teilweise echt übertrieben wird heutzutage mit diesem ganzen. Ja, aber das sind halt auch. Emanzipationsgedöns, also. Ja, an sich schon. Ach, guck mal, ich finde Geld, ne? Aber was ich verstehe, dass Frauen sich halt trotzdem noch drüber aufregen, so. Hallo. Weil lass es doch einfach, bitte, Stefan. Ich dachte, wir leveln. Nein, komm jetzt. Dann gehen wir doch weiter, okay. Ich folge dir, denn du bist die Orientierung. Denn du bist die, die sich auskennt.